guter Blumenkohl. Was die wirklich gut konnten, war ihre Produkte, die konnten die alle rauf und runter. Die wussten genau, was dahinter ist. Die haben gefragt, sind sie Allergiker, sind sie nicht Allergiker? Da können wir ihnen weiterhelfen. Was möchten sie denn gerne und so weiter. Sehr dienstleistungsorientiert. Das hat mir gut gefallen. Und das kommt sicher auch bei den Kunden gut an. Raimund Milz will den Bäckern klar machen, nur mit Spitzenqualität und guter Beratung können kleine Läden überhaupt noch punkten. Auch für kleine Snacks auf die Hand steuern heutzutage viele Kunden einen Bäcker an. Da muss ich persönlich sagen, bin noch nicht sicher, ob mich das so anspricht. Optisch schon, ja. Aber das ist etwas, was offensichtlich ganz gut geht. Und sie versuchen immer eine bestimmte Aktion zu haben. Mhm. Das finde ich auch einen ganz guten Ansatz. Aktion heißt an dieser Stelle nicht, wir bieten ein bestimmtes Produkt billiger an, zu einer bestimmten Zeit. Sondern Aktion bedeutet, wir bieten nur zu bestimmten Zeiten bestimmte Produkte an. Überlegen Sie sich doch, ob es nicht möglich ist, entsprechend dem Jahreszeitenverlauf einen Plan zu machen, wo Sie jeden Monat ein besonderes Produkt aus Ihrem bestehenden Sortiment oder auch eins, was Sie vielleicht kreieren noch, promoten und damit Kunden abwechslungsreich ansprechen, jeden Monat mit einem anderen Thema. Aber jeden Monat auch ansprechen. Die Bäcker haben verstanden. Sie müssen dringend am eigenen Sortiment arbeiten. Bis spät in den Abend diskutieren sie über neue Ideen. Gestern gab es unter den Bäckermeistern eine richtige Initialzündung. Aber heute werden wir das Warensortiment richtig auf die Prüfung stellen. Jetzt müssen die Bäckermeister beweisen, ob sie auch gemeinsam an der Zukunft arbeiten wollen. Welche Gedanken haben Sie sich denn gestern noch gemacht zum Thema... Ja, Warensortiment. Ich denke, dann können wir mal so was machen, so ein körniges Brot mit Früchten drin. Wobei ich ein Früchtebrot eher in der Weihnachtszeit sehe. Ich würde eher vorschlagen, Herbst, wir machen ein Kartoffelbrot. Wir wollen also jetzt mal zwei Spezialitäten, die zum Herbst passen, ins Sortiment wieder reinnehmen. Das ist also so ein entsprechendes Früchtebrot. Und dann zu Weihnachten hin auch was mit Nüssen und Früchten. Also ich denke, da der Herbst erstmal näher ist, könnte man zunächst das mit den Kartoffeln probieren. Und in der Adventszeit klingt das mit den Nüssen im Brot und so auch hervorragend. Ich glaube, wir hatten uns doch auf das Früchte-Nussbrot zur Weihnachtszeit geeinigt und zum Herbst. Ach so, ja, ich wollte genau das Kartoffelbrot. Kartoffelbrot. Nehmen. Früchte der Erde, ja. Könnte man das nicht eigentlich auch mal ausprobieren? Dass man das mal versucht zu produzieren, dass man mal so ein Beispiel davon hat? Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Natürlich kann man das ausprobieren. Das ist gar kein Problem. Während Vater Johannes wieder zögerlich ist, geht Sohn Martin mit neuem Elan voran. Das Kartoffelbrot soll ein Verkaufshit werden. Neue Produktideen müssen dringend her, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Die große Chance für die Traditionsbäckerei aus Essen. Dann gucken wir uns hier nämlich mal an, was so im Jahr passiert. Und ja. Das ist ja euer Ferienkalender, das passt ganz gut auf das nächste Jahr. Ihr braucht mehr Kunden in euren Geschäften und das bedeutet, ihr müsst Aufhänger haben, damit die ja, so einen Anlass haben, zu euch zu kommen. Und im Jahresverlauf gibt es eine Menge Aufhänger, wo man auch als Bäcker einfach was Besonderes anbieten kann. Welches Produkt könntet ihr euch vorstellen, das auch nicht jeder andere hat? Das sind bei uns die Quarkbällchen, würde ich sagen. Der Kalender füllt sich zunächst nur langsam. Ostern ist natürlich ein Klassiker. Was machen die anderen so an Ostern? Ja, wir machen zu Ostern immer Osterlämmer. Die Formen, die wir haben, die sind schon 100 Jahre alt. Einige davon zumindest. Das ist wichtig. Das finde ich total wichtig, dass ihr das auch rüberbringt. Dass sie haben eine Traditionsbäckerei und sie haben auch noch die Formen, die über 100 Jahre alt sind. Das ist doch großartig. Der Firmenretter muss den Bäckern erst wieder in Erinnerung rufen, was ihren Betrieb so einzigartig macht. Ja, man muss natürlich aufpassen, dass ihr euch nicht selber überrennt. Ja? Denn
wenn ja, ihr jetzt alle jede Woche was Neues macht, dann habt ihr so diesen Aufhänger, wird es schon normal. Zu jeder Jahreszeit ein passendes Produkt. Der Stollen, den sie produzieren, ist da was Besonderes. Ja. Der Stollen hat aus meiner Sicht nicht nur Relevanz für Privatkunden, sondern der Stollen hat aus meiner Sicht auch Relevanz für Firmenkunden. Und da würde ich auch den Stollen noch mal ganz klar mit reinnehmen. Der Stollen zur Weihnachtszeit, das kann ein neuer Verkaufsschlager für die Bäckerei werden. Ein Kalender mit zahlreichen Produktideen ist das Ergebnis. Doch noch ist es nur ein Plan. Ein Plan, der an der Wand hängt, macht keinen Sinn, wenn er nicht mit Leben gefüllt wird. Und es muss einen geben, der die Verantwortung dafür übernimmt. Wer von Ihnen ist das? Ich denke, der es auch gerade aufgeschrieben hat. Ja, wir laufen ja alle dran vorbei. Ich kann da nur mal darauf hinweisen. Oder wir müssen daran denken, nächste Woche machen wir dies. Es ist ja einiges, was ganz normal schon läuft. Aber wie gesagt, die Zwischentöne, da müssen wir ganz besonders drauf achten. Ich möchte trotzdem, dass einer von Ihnen sagt, ich bin dafür verantwortlich und ich möchte nicht, dass es Herr Küpper Senior ist. Ja, ich denke, dann käme aber in diesem Falle der Martin in Frage, weil der für Rohstoffe und Lagerhaltung zuständig ist. Dann kümmere ich mich darum. Gar nicht so einfach. Verantwortung zu übernehmen ist für Martin offenbar noch ungewohnt. Aber er muss zeigen, ob er die nötige Durchsetzungskraft überhaupt hat. Beim neu entwickelten Kartoffelbrot kann er das schon mal unter Beweis stellen. Aber ich denke, der Anteil müsste noch erhöht werden, weil es ist eben da noch kein flächiges Bild gegeben. Ja, so ganz gleichmäßig flächig wirst du nicht kriegen. Das, Aber da bin ich aber schon von überzeugt. Aber da kann man doch nachstreben, oder? Ja, sicher. Da liegt wohl noch viel Arbeit vor Raimund Milz, auch wenn es ihm schon ganz gut schmeckt. Also, was mir dann wichtig ist, wenn sie es in den Verkauf reingeben, dass die Verkäuferinnen wissen, was sich dahinter verbirgt, dass sie es selber probiert haben, dass sie es selber mögen und dass sie dann dem Kunden auch sagen, also das ist ein Brot, das ist eine besondere Spezialität, die haben wir natürlich nur für einen bestimmten Zeitraum. Versuchen Sie es doch mal. Darf ich Ihnen mal ein Brot mitgeben? Ja? Möchten Sie es hier mal probieren? Also dass der Kunde wirklich aktiv daran geführt wird, das ist mir wichtig, denn sonst wird es ein Ladenhüter. Gute Beratung, mehr Werbung, viele Aktionen. Die neue Marketingstrategie nimmt Form an. Das erste Sonderprodukt ist da, der erste Wurf ganz gut gelungen. Auf der Basis kann es wirklich weitergehen. Neue Impulse braucht aber nicht nur das Sortiment, sondern auch der Laden. Raimund Milz will deshalb die Kompetenzen neu aufteilen. Bleibt die Frage, ist der Seniorchef dazu auch bereit? Der Firmenretter verdeutlicht sein Konzept, wenn auch mit ungewöhnlichen Hilfsmitteln. Es wird in der Zukunft einen Kapitän geben. So, und dass sich hier um ein Familienunternehmen handelt, wird aller Voraussicht nach der Junior der Kapitän sein. Und das bedeutet aber auch, dass sich sozusagen der Senior in einer neuen Rolle dann wiederfinden muss. Er ist dann eben dann nicht mehr der Kapitän, sondern er ist dann eher derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund als Berater mit 50 Jahren Berufserfahrung steht, der immer auch nochmal den Zeigefinger heben kann, sagt, hey Jungs, überlegt euch dieses oder überlegt euch jenes. Raimund Milz will die Struktur extrem verändern. Johannes Küpper soll sich mehr und mehr zurückziehen und den Platz freimachen für die junge Generation. Seinen Sohn und Bäckermeister Heiko Nasse. Martin soll sich zukünftig um den Einkauf kümmern und das Sortiment weiterentwickeln. Der seit 30 Jahren angestellte Bäckermeister Heiko soll zukünftig den Betrieb nach außen präsentieren und Großkunden betreuen. Er kümmert sich um die Finanzen und Bilanzen, ist die wichtige Stütze von Martin Küpper. Ist das etwas, womit Sie sich auch anfreunden können? Grundsätzlich denke ich schon, ja. Dennis? Ja, ich finde das sehr spannend, sehr interessant und ich denke, man wächst mit seinen Aufgaben und das ist eine Chance, die wir auf jeden Fall wahrnehmen sollten. Ja, und Herr Küpper? Vertrauen habe ich in die beiden. Und wie gesagt, ich stehe ja im Hintergrund. Auf gar keinen Fall. Es ist leicht für ihn, das Ruder aus der Hand zu geben, weil sonst hätte er es mit Sicherheit schon lange getan.
Ein harter Einschnitt für Vater Johannes. Jetzt wird ihm klar, er muss sich von seiner Macht im Geschäft langsam lösen. Ob er mit diesem Gedanken so einfach zurechtkommen wird? Der Firmenretter hat Verstärkung gerufen. Peter Kohlgrüber ist einer der bekanntesten Bäckereitester Deutschlands. Der Innungsmeister aus dem Rheinland kennt sich aus in Sachen Qualität und Geschmack. Denn stimmt etwas dabei nicht, ist es kein Wunder, wenn die Kunden wegbleiben. Peter Kohlgrüber wird das Sortiment der Bäckerei Küpper auf Herz und Nieren überprüfen. Die drei Bäcker sind angespannt. Man hätte es vielleicht noch einen Tick länger backen können, aber es gibt ja... Das ist das ganz Wichtige. Dieses Brot hätte ich jetzt hier in der Bewertung mit gut plus, hätte ich das noch durchgehen lassen. Mhm. Und denn das ist ein Brot, das wird der Kunde sicherlich wieder kaufen. Ein gutes erstes Fazit. Nun stellen Sie sich vor, das Brot kann man ja fast essen. Da braucht man gar nichts drauf. Ja, ja. Ja, das schmeckt ja, ja so schon ganz wunderbar. Als nächstes sind Teilchen an der Reihe. Das ist hier ganz in Ordnung. Das ist also eine etwas größere Blase hier drin. Und das will man, hier ist das auch. Und das will man gerade in so einem Gebäck. Und jetzt auch hier. Wie lecker. Die Konsistenz und der Geschmack auf dem Prüfstand. Alles in Ordnung und der Geschmack auch nicht übermäßig süß, mhm, sondern es schmeckt extra so, da geht einem das Herz auf. Ich glaube, dann braucht man sich für die Zukunft keine Sorgen zu machen. Also da kann ich Ihnen nur so recht geben. Klares Urteil vom Bäcker-Checker. Bei Küpper schmeckt's. Die Bäckermeister sind erleichtert. An der Qualität kann es also nicht liegen, dass die Kundschaft ausbleibt. Ein neuer Tag in Essen. Gestern Produktinformationen auf den Weg gebracht, jetzt Kundenakquisition und einen Plan machen. Die Bäcker warten schon auf mich. Moin moin die Herren. Morgen. Moin. Das hört sich nach guter Laune an. Voller Tatendrang starten auch die Bäcker in den neuen Tag. Was haben wir jetzt zu tun? Erstens Privatkundenakquise. Wir müssen auf die Straße gehen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Zweitens Tag der offenen Tür. Wir müssen die Leute in den Betrieb reinbringen, damit die erfahren, was ihr zu leisten imstande seid. Drittens, Großkundenakquise. Wir müssen mit denen ins Gespräch kommen, um zu wissen, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist. Und wir müssen neue ansprechen und die von eurer Leistungsfähigkeit überzeugen. Ich freue mich drauf. Okay, großartig. Dann haben wir nur noch eine Sache. Während wir beide unterwegs sind, haben Sie eine ganz klare Aufgabe. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht, ich habe hier ein Buch mitgebracht. In dieses Buch schreiben Sie bitte alle Kunden, die Ihnen einfallen, mit denen Sie schon einmal zusammengearbeitet haben, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten würden, weil auf dieser Basis hat man eine ganz wunderbare Liste, die man abarbeiten kann, um Termine mit denen zu verabreden. Mit den besten Produkten aus Küppers Bäckerei geht es heute auf Werbetour. Wichtige Großkunden müssen dringend zurückgewonnen werden. Mit dem Warenkorb machen sich Heiko Nasse und der Firmenretter auf den Weg zu ehemaligen Kunden. Der erste Termin in einem Hotel um die Ecke. Jetzt wird es ernst. Ja, wir sind wieder auf der Suche nach Neukunden und ich weiß, dass wir in der Vergangenheit auch an Sie geliefert haben. Ja, das ist richtig. Es liegt schon ein bisschen her und das macht mich jetzt so neugierig. Warum da wohl, ist da was vorgefallen oder waren Sie unzufrieden mit uns? Oder? Naja, ich meine, passieren natürlich immer wieder ein paar Sachen, die uns nicht so gefallen. Wir brauchen immer einen sehr, ich sag mal, flexiblen und verlässlichen Partner, weil, mhm, ich meine, wenn wir zum Beispiel Beerdigungen haben oder irgendetwas, dann ist es natürlich wichtig, dass das funktioniert. Mhm. Das heißt, wir brauchen dann einen vernünftigen Kuchen, der muss gut aussehen, der muss gut schmecken. Und da gab es dann in der Vergangenheit vielleicht dann schon mal so das ein oder andere, was bemängelt wurde. Liefer- und Qualitätsprobleme mit der Bäckerei in der Vergangenheit. Firmenretter Raimund Milz ahnt nichts Gutes. Wird es überhaupt eine zweite Chance geben? Bäckermeister Heiko zieht alle Register, kämpft um den Kunden. Bei uns ist es möglich, bis nachts halb eins, viertel vor eins anzurufen, die Bestellung
durchzugeben, aufs Band im Zweifelsfall zu sprechen oder direkt in der Backstube anzurufen, die Bestellung loszuwerden und es wird am nächsten Morgen geliefert. Es macht einen guten Eindruck. Jeder sollte eine zweite Chance haben, denke ich. Das ist auch okay. Lassen Sie es einfach mal versuchen. Ein toller Erfolg für den angestellten Bäckermeister Heiko. Gemeinsam mit dem Firmenretter hat er womöglich einen neuen wichtigen Kunden gewonnen. Mit den guten Nachrichten geht es zurück in die Backstube. Wir sind so verblieben, dass wir es geschafft haben, uns mit jemand anders zu vergleichen, dass er bei uns probeweise Ware bezieht und wir die Chance haben, uns zu beweisen und zu zeigen, was wir können. Und ja, da geht er gerne drauf ein. Und, was sagen Sie? Ja, ist erfreulich. Also wir müssen uns aufstellen, wir müssen uns zeigen und dann auch das Vertrauen wieder zurückgewinnen. Super Überleitung, weil das heißt, nicht nur bei Großkunden, sondern auch bei Privatkunden, wir müssen uns zeigen. Das heißt, wir müssen jetzt die Tüten unters Volk bringen können. Mit der richtigen Motivation auf Kundensuche. So geht es jetzt in der Fußgängerzone weiter. Auch hier legt sich Heiko voll ins Zeug. Einmal probieren. Bitteschön. Kostenlose Brötchen als Werbeaktion. Das kommt offenbar bei vielen gut an. Jeder ein möglicher neuer Kunde. Morgen gehen wir zum Radio. Da machen wir noch mal richtig Wirbel und dann kriegen wir sie alle. Heute der große Tag. Nervös? Ja, ein bisschen. Kriegen wir hin. Denn heute stehen wichtige Termine an. Erst ein Radiointerview. Dann ein Tag der offenen Tür. Möglichst viele Leute sollen erfahren, dass man heute den Bäckern bei der Arbeit zuschauen kann. Hey, Johannes Küpper aus Werden, Bäcker aus Werden. Schön, dass Sie da sind. Es geht um Ihre Bäckerei, die funktioniert nicht so richtig. Was war das Problem Ihrer Bäckerei? Ja, das ist natürlich auch eine Wettbewerbsverschiebung, die man hat. Die großen Kollegen.